seit Freitagabend, seit der Niederlage in Augsburg, sind die Thomas Sabo Ice Tigers die Tabellenführung in der deutschen Eishockeyliga los. Nun geht's gegen Mannheim, das in Straubing die dritte Niederlage hintereinander einstecken musste. Nürnberg in den schwarzen Trikots, die Adler von rechts nach links im ersten Drittel und ein toller Angriff, der abgeschlossen wird von Phil Hungerecke, ein Premierentor zum 1:0. Es ist sein allererstes Tor in der DEL. Die Führung absolut verdient für Mannheim. Wieder einmal also Nürnberg in Rückstand. Aber Elis nochmal mit der Möglichkeit hier den Ausgleich zu besorgen. Er scheitert am Pfosten. Tja, und im sechsten Spiel muss also Nürnberg zum sechsten Mal mit einem Rückstand in die erste Drittelpause gehen. Eine völlig verrückte Statistik. Viel Pech bei Yasin Elis. Er scheitert am Metern. Rein in den zweiten Spielabschnitt. Und er ist richtig rasant. Viele Möglichkeiten, viel Härte auch mit drin. Und Nürnberg mit 4-3. Aronson, das zahlte sich aus, dieses Powerplay. Der Ausgleich 1:1 durch den Holzugang. 28. Minute. Und zum ersten Mal also Endras überwunden. Endras fälscht die Scheibe nochmal selbst ins eigene Gehäuse. Abs Deckel behindert ihn so ein bisschen davor, nimmt ihn die Sicht und irritiert ihn. Und so gab es also den verdienten Ausgleich aus Nürnberger Sicht. Das letzte Drittel mit besseren Mannheimern und einem überragenden Treutle. Was eine Parade. Treutle, der heute den Vorzug gegenüber Jeneke bekam. Wie er den rausgeholt hat, ist der absolute Hammer. Mit der Fanghand kommt er da nochmal hin. Riesenparade gegen Marcel Gotsch. Und der konnte es selber nicht fassen, wie er den noch rausgeholt hat. Die letzten drei Minuten. Mannheim noch einmal im Angriff. Und die Querlatte rettet die Nürnberger. Plachter erst mit dem Schuss und dann bekommt er den Check. Heftiger Einsatz hier gegen Plachter, der aber weitermachen konnte. Es ging in die Overtime. Und da gibt's Sekunden vor dem Ende. Ein 2:0 Break für die Nürnberger. Jocina, Reimer, Endras. Wahnsinn. Und so musste das Penaltyschießen die Entscheidung in einem richtig guten Spiel bringen. Wir steigen ein bei Schütze Nummer 17. Und der heißt Radicky. Radicky gegen Treutle. Und Treutle hat Pech. Der rutscht ihm durch. Das Tor für Mannheim. Und nun musste Nürnberg den 18. Penalty verwandeln. Dupuis gegen Endras. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Mannheim nimmt den Zusatzpunkt mit. Beendet also die Durchstrecke. Gewinnt nach Penaltyschießen bei den Thomas Sabo Ice Tigers.